Hallo ihr Kleinen, wie geht es euch an diesem beschissenen Tag? Mir auch. Wisst ihr, ich habe mich heute früh hier hingesetzt und saß erstmal eine Weile. Zwischendurch musste ich kurz los, ja, kacken und saß erstmal eine Weile. Kam dann wieder hier rein und saß erstmal eine Weile. Und während all dieser Zeit habe ich mir überlegt, während ich hier so saß und überlegt... Halt die Fresse! Fragte ich mich, was ich euch am besten im heutigen Intro präsentieren kann. Korrekt, nichts. Mir dieses Geschehenes eingestehen, sah ich mich dann genötigt, am öffentlichen Weltgeschehen teilzunehmen. Kleiner Spoiler am Rande, das öffentliche Weltgeschehen. Das mag ich jetzt nicht so. Aber es passiert doch immer das ein oder andere Ereignis, was man gut verwursten kann. Rügenwalder, grob oder fein. Wenn man nichts Besseres im Leben vorhat, absolut gelangweilt ist und die eigene Meinung sowieso keinen interessiert. Und dann kam dann auf jeden Fall so eine Meldung reingedonnert, wo ich mir einfach nur dachte... Ich habe einen Riesenfehler gemacht. Da musste ich vor Schock erstmal so eine saftige Ladung Corona-Husten über meinen Bildschirm schicken. Warum ist das wichtig? Und warum antwortet mir meine Kommode nie? Die Freundin von Michael Wendler, ja? Einfach schwimmen. Wendler, seines Zeichens der Mario Barth unter den Gesangskünstlern. Jetzt muss ich dran glauben. Laura Müller. Wer? Man kennt sie ja aus diversen Magazinen. Also ich jetzt nicht. Ja, wahrscheinlich. Hat ihrem Schatzi ein Auto gekauft. Wer jetzt denkt, da kommt noch eine Pointe? Nicht dein Ernst, oder? Sag mal, Menschheit, sind nicht mehr alle Zylinder unter der Haube, oder? Warum redet da jetzt auf einmal jeder drüber? Ich hab dich was gefragt. Ich fange jetzt auch noch damit an. Wo kommt es überhaupt her? Da kommt da so ein junges Reh, gerade frisch der Pubertät entsprungen, hat mächtige Galoschen vorzuweisen und jeder interessiert sich auf einmal dafür. Vor allem für die Galoschen. Und auf einmal ist ein ganzes Volk nur vulgär und gibt's nicht zu. 82,8% halten Laura für zu jung. Ja, wahrscheinlich. Und dann haben alle eine Meinung. Der ist doch viel zu alt. Das darf der nicht. Während ihnen vor Neid noch so der Sabber. Wir sind irgendwie immer noch Höhlenmenschen. Jedoch wird mit fortschreitendem Alter der Protagonisten der spontane Wunsch nach vollumfänglicher Ablegung sämtlicher Körperbedeckung doch merklich geringer. Und während andere sich noch ausziehen, ziehe ich ein. Übergänge haben mal wieder einen komplett anderen Verschmutzungsgrad erreicht. Ich meine natürlich, ich bin einfach der Meister der Übergänge. Ich weiß noch, als ich die Übergänge seinerzeit erfunden habe, vor meiner Entstehung, da sah das nämlich ganz anders aus. Und da gab es die eine Sache, dann gab es die andere Sache und dazwischen war einfach eine Lücke. Da musste dann also erst der Erlöser kommen, um die Dinge zusammenzuführen. Denkt sich auch unsere liebe Granny hier. Vor allem, wenn es um ihren Baseballschläger und mein Gesicht geht. Und bei dem Wort Granny merken wir schon, dass auch in diesem Spiel mit diversen Lücken, vor allem im Zahnbereich, zu rechnen ist. Herzlich willkommen zu House of the Evil Granny. Schon am Menü erkennen wir, dass es sich hierbei um ein hochwertiges Produkt handelt. Nee, ne? Es gibt einen Adventure-Mode? Komm, wir fühlen uns heute mal dezent abenteuerlustig, oder? Oh Mann. Jetzt hat sie die andere vorgelassen. Na, wollen sie auch mal einen Blick auf den heißen Feger werfen? Ist gerade leider nicht da. Benny hat dich in ihrem Haus eingesperrt und du musst entkommen. Um die vordere Eingangstür zu öffnen, benötigst du Batterien, den Hauptschlüssel und auch einen Hammer, den du ebenfalls als Waffe verwenden kannst. Oder anders ausgedrückt, Feedback ist übrigens angekommen, Leute. Ich habe das Mikrofon heute mal etwas mündiger platziert. Ja, über Geschmack lässt sich streiten, ne? Aber ich bin nicht derjenige mit dem Baseballschläger. Name ist Orangenhaut. Der heiße Feger ist da. Ich hab gelogen. Komm, schau ihn dir doch mal an, wenn du dich traust. Oh, sie traut sich. Sie ist ganz wild. Oh, doch nicht. Oh, Leute, sie kommt wie dein Vater. Sie ist richtig willig. Komm, na, Alterchen, hast du Bock? Oh, Mann, ich renne dann in 10 Minuten mal weg. Ja, schade. Oh, Gott. Lass mich rein. Nein, warum geht es nicht? Warte, ich muss sie in die Ecke locken. Ihr liegt's in den Knochen. Das Alter, Leute. Man wird einfach unempfänglicher für optische Reize. Dass ich da viele von hätte. Man lernt halt, sich mit dem Mittelmäßigen zu begnügen, ja? Freude an kleinen Dingen im Leben zu haben. Von denen ich ebenfalls keine besitze. Das ist doch nicht euer Ernst. Ihr wolltet, dass ich das spiele. Mach mal wieder Granny! Ja, ihr nur durchschnittlich coolen Granny-Fans. Das habt ihr nur davon. Ey, ich muss sofort den Hammer finden und die Olle umnocken, Alter. Ich sehne mich danach. Es gibt noch diverse andere Schüsse zu finden. Von denen hast du mir gar nichts erzählt. Was auch immer, ich kann's nicht nehmen. Nö, ist doch noch egal. Passt schon. Ich gebe mich auch mit dem wenigen zufrieden. Oh nein, sie kommt, Leute. Oh nein, bitte nicht. Ich hab so Angst. Bitte, ich hab doch nichts getan. Ach
kommen. Na, was machst du jetzt? Kochst du mir eine Kartoffelsuppe oder so? Was hat Oma so tun? Oh mein Gott, bist du peinlich. Leute, ich fürchte, die Kartoffelsuppe muss warten. Wir gucken uns hier erstmal weiter um. Ah ja, das Badezimmer. So wunderschön, wie ich es mir vorgestellt habe. Oh, wir können auch in den Schubladen gucken. Ich dachte, diese kleinen Pillendosen sind schon Medipacks. Nee, aber es gibt noch richtige Medkits hier. Wie kann man denn sterben bei der? Kommt sie? Oh Mann. Nö. Überall diese Pillendosen, Alter. Ich will die nicht. Die Schublade hat nicht mal einen Boden. Das ist alles im Arsch. Die kommt nicht rein. Die ist vollkommen überfordert mit der Situation. Ist das scheiße. Nicht dein Ernst, oder? Brauche eh 3000 Jahre. Ist egal. Ich muss die Bretter hier wahrscheinlich mit dem Hammer abmachen. Deinen Schlüssel besorgen. Und die Batterien, die kommen wahrscheinlich da rein. Alles klar. Was haben wir hier? Ein Besen. Fliegst du da nachher mit weg? Der Küche ist einfach mal nicht... LOL. Was? Jetzt spielt sie aber ein bisschen mit unfairen Mitteln, ja? Ich bitte sie. Komm, schlag mich. Was? Why? Warum? Ich kann das nicht, Leute. Ich muss in den Shoot-Modus, Alter. Komm, jetzt hier werden Nägel mit Köpfen gemacht. Beziehungsweise Baseballschläger mit Köpfen. Hä, da steht ja gleiche Text. Was? Oh, Mann. Die macht jetzt halt auch nicht unbedingt eine bessere Figur. Ach, komm schon. Ja, ja. Du mich auch. Oh, wo geht's denn hier noch lang? Lol, was ist das denn alles Feines hier? Ich passe nicht durch die Tür, ich bin einfach viel zu fett. Okay, ich habe irgendeinen Schlüssel gefunden. Aber ist das halt irgendwie schon der Hauptschlüssel oder? Boah, da geht's noch runter. Das ist ja viel größer, als ich dachte. Ah, wieder bloß Pillen, Alter. Du wirst hier mit Medikamentierung zugeschissen, Alter. Aber die macht nichts. Selbst wenn du willst, fügt die dir keinen Schaden zu. Spielen die Leute eigentlich ihre eigenen Spiele oder wie kann sowas immer passieren? Was ist das denn für ein... Alter, die hat ja einen mega Luftschutzbunker hier unten. LOL, was? Oh, na klar. Au. Oh, LOL. Huch. Oh, jetzt mal die Frage, bringen die Pillen was? Oh, supi. Ja, warte mal, das ist jetzt hier offen. Das habe ich gerade aufgeschlossen, ne? Wo führt das hin? Aus dem Weg. Oh, hier ist der Hammer. Now you can knock Granny down for 15 seconds. Oh, baby, come to me. Okay. Boah. Der hat mich beim letzten Mal halt volle Granate erwischt, ne? Jetzt gar nicht so. Wann fällt die... Ups. Kann ich jetzt hier mit die Bretter abmachen? Alles klar. Hammer wird Mitarbeiter des Monats, habe ich gehört. Press F to use item. Moment, hier gab es noch Bretter. Ach, die kann ich jetzt mit... Nee, ist alles okay, Leute. Ist alles gut. Passt schon. Oh, warte mal, das war ein Magazin. Das heißt, wir finden vielleicht gleich eine Waffe. Wir ignorieren, was wir gerade gesehen haben. Ich war, wir reden nicht drüber. Kann ich die jetzt einfach nochmal umhauen? Okay. Ach so, okay, jetzt fangen wir wieder nochmal komplett von vorne an. Alles klar. Oh, hier liegt eine Pistole. Oh, lol. Warte mal. Ömchen, wo bist du nur? Da, komm mal her. Oh, amazing. Oh, wow. Nice. Carpador setzte Platsche ein. Wie kann ich denn da nicht treffen? Ich weiß halt nicht, wann sie stirbt. Das ist der einzige Unterschied, dass es hier eine Waffe gibt? Komm, das kannst du mir doch echt nicht erzählen, ey. Oh, hier ist ein Schlüssel. Lol, der ist aber gut versteckt. Okay, das ist jetzt ein neuer Raum, der freigeschaltet ist. Aber so richtig was Sinnvolles sehe ich jetzt auch nicht. Warte mal, das sind doch die Batterien, oder? Okay, alles klar. Ich muss, glaube ich, noch mit dem Hammer da die Bretter abmachen. Ansonsten brauche ich dann noch den Hauptschlüssel. Okay, Batteriepack ist drin. Und die Bretter sind ab. Jetzt brauche ich halt, wie gesagt, nur noch den Schlüssel. Oh! Hier ist noch einer. Okay, sehr gut. Oh, stimmt. Hier lang. Da ging es noch eine Treppe hoch und dann war da eine Tür. Ja, genau. Alles klar. Was? Ach komm, hör auf mich an zu brüllen. Ich bin gerade gekommen. Darf ich erstmal meine Jacke ablegen oder so? Guck mal, der Stuhl ist ganz aufgeregt über seinen verstorbenen Freund. Ja, was mache ich hier? Huch. Entschuldigung, ich räume später auf, okay? Ich sollte jetzt doch aber hier nicht hin, um Leichenschändungen zu begehen, oder? Hätte ja sein können. Keine Angst, der Onkel Doktor ist jetzt da.
Der ist da drunter, was? Oh mein Gott, Leute, das war jetzt so Zufall, Alter. Ey, ich krieg eine Meise. Wehe, du tö... Ich wollte gerade sagen, wehe, sie tötet mich, aber... Ich habe vergessen, was ich hier spiele. Ist das dämlich einfach nur. Es ist halt so dumm. Na komm schon. Yes, good job. You have managed to escape. Eieiei. Oh, guck mal da. Die ganze Familie Missgeburt. Ja, aber es war irgendwie witzig. Ich weiß auch nicht. Das kann man mal gespielt haben. Also so schlecht wie es war, so lustig war es halt irgendwie, gerade weil es so schlecht war, fand ich. Ist halt eines von tausend dämlichen Granny-Clones, aber passt schon. Mein Granny hat jetzt gameplay-technisch auch nicht das Rad neu erfunden, aber es war halt immerhin relativ einzigartig für das, was es ist. Und nun ja, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Es wäre ein Träumchen und wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein und ciao.